Rudi Carell erwartet sie nun zum letzten Mal zu den Spielen um die verflixte Sieben. Herzlich dazu eingeladen sind auch unsere Zuschauer in Österreich. Heute geht es um das Thema Hollywood. Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit der verflixten Sieben aus der neuen Unihalle in Wuppertal. Wow. Wow. Ohne das Licht, die Dekoration, ohne Regie, ohne die Redaktion, ohne Drehbuch, hätte ich mich blamiert. Ohne Make-up, wie sehe ich aus? Ohne den Tonmann gäb's niemals Applaus, ohne Klappe. Hat nichts funktioniert. Die verflixte Sieben zum 20. und letzten Mal. Von Anfang an brauch ich im Studio fast 100 Mann, weil ich doch ohne sie nichts anfangen kann. Und jeder gibt das Beste, alle im Studio wollen eine gute Show. Der Requisiteur, der Garderobier, der Choreograf, aber auch der Portier. Ohne Putzfrau gäbe es hier nur Dreck. Ohne Orchester ist man allein, ohne Ballett nur ein Einmannverein, ohne Gage gäb's niemals nen Gag. Zum letzten Mal geht es noch einmal um die magische Zahl der Sieben heute in Wuppertal. In dieser Traumkulisse gibt es das A und O für eine tolle Show. Für Hollywood bin ich ne Nummer zu klein und trotzdem kann ich heut in Hollywood sein. Ja, in Hollywoopertal. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der letzten Verflixte Sieben-Show. Thema Hollywood, aber in Wuppertal. Und da ist ja, ein bisschen gewisse Ähnlichkeit zwischen beiden Städten, nicht? Hollywood hat Beverly Hills, Wuppertal das Bergische Land. In Hollywood woont J.R., in Wuppertal Johannes Rau. In Hollywood gibt es Millionäre und hier die Barmer Ersatzkasse. Ja, zum letzten Mal in Wuppertal sage ich heute noch ein paar Mal, das wäre Ihr Preis gewesen. Und zum letzten Mal sage ich heute Abend, hier sind unsere 6 Kandidaten. Familie Jackson und Sie hören jetzt LaToya Jackson mit dem Lied Nobody Loves You Like I Do. Hier ist sie zum ersten Mal im deutschen Fernsehen, LaToya Jackson.
Schön. War ein schönes Lied. Dankeschön. Du bist auch ein sehr schönes Mädchen. Dankeschön. Es war schönes Wetter heute. Dankeschön. Wer wird Deutsche Meister? Dankeschön. Wollen wir vielleicht ein Gläschen Champagner so in meinem Zimmer trinken nach der Show? Nein, danke schön. Danke schön, Latoya. Eine echte Geburtstagstorte. Klappe weg, ja? Aber dich gibt's nur einmal, ja? Das wäre ihr Preis gewesen. Sie hätten auch einmal die Niete gehabt. Und zwar 777 Meter Film hätten Sie mit nach Hause nehmen können. Oh. Ja. Okay, Niete raus. Ja, jetzt sind Sie natürlich gespannt. Das war knapp. Ja. Cinderella, Mickey Mouse, Spotlight, ja. Hier ist Ihr Preis. Darf ich Ihnen vorstellen, das ist Frau Graf. Und Frau Graf, können Sie ruhig sitzen bleiben. Das ist Frau Graf und Frau Graf ist vor ein paar Wochen gekürt als Mrs. Germany. Und sie kommt aus Wuppertal. Und Mrs. Germany, was ist der Preis? Sie haben eine 14-tägige Flugreise nach Los Angeles und Hollywood gewonnen, mit einem Bummel über den Sunset Boulevard, einer speziellen Führung durch die Filmstudios und einem Besuch im Disneyland. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dass Sie da waren. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Und das war die verflixte 7. Das war's, ich mach mal wieder Schluss. Tut mir leid, dass ich jetzt gehen muss. Wie schwer die Show auch war, ich fand sie wunderbar. Doch jetzt, ade, verflixte 7. Langsam löschen wir die Lichter aus. Auch ein Showmaster muss mal nach Haus. Doch hält mich da nicht lang, ich hab in mir den Drang nach neuem, ja, ich bleib ein Boomerang.